Dieses Video befasst sich mit der Bibliographie, konkret worum es sich dabei handelt und wie sie angefertigt wird. Zuerst kommen wir zu den beiden Lernzielen, die im Rahmen dieser Veranstaltung durch das Verfassen einer Bibliographie erreicht werden sollen. Erstens soll die Literaturrecherche gefestigt und zweitens die Anlage von Bibliographien erlernt werden. Doch was ist eigentlich eine Bibliographie? Eine Bibliographie ist ein geordnetes Verzeichnis von Quellen und Literaturnachweisen, zum Beispiel zu einem Thema, einer Person, einem Fachgebiet oder einer Nation. Wird eine Publikation in einer Bibliographie aufgeführt, enthält sie alle relevanten bibliografischen Angaben zum jeweiligen Beitrag, zum Beispiel den oder die Autorin, den Werktitel, den Erscheinungsort, das Erscheinungsjahr und so weiter. Beispiele für Bibliographien sind die Deutsche Nationalbibliographie, ein allgemeines Verzeichnis deutschsprachiger Literatur und die Bibliographie der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, kurz BDSL. Wie der Name schon sagt, ist diese ein Verzeichnis von Publikationen ausschließlich aus den Teilgebieten Sprach- und Literaturwissenschaft innerhalb des Faches Germanistik. Weitere Fachdatenbanken finden sich unter dem Link. Eine Bibliographie, die ein Verzeichnis derjenigen Literatur darstellt, die bei der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit genutzt wurde, nennt man Literaturverzeichnis. Nachdem nun geklärt ist, was eine Bibliographie überhaupt ist, kommen wir zu der Frage, wozu sie genau dient. In einer Bibliographie werden Literatur und andere Medien, zum Beispiel Filme, Fotos oder Internetquellen, geordnet und dadurch für die NutzerInnen und auch für die Wissenschaft zugänglich gemacht. Bibliographien werden zum Beispiel in Fachdatenbanken wie BDSL eingespeist, um die Recherche nach Fachliteratur zu einem bestimmten Wissensgebiet zu erleichtern und so den Zugriff, das heißt die Suche nach spezifischer Literatur, erst zu ermöglichen. Aus diesem Grund sind sie für das wissenschaftliche Arbeiten unerlässlich. Bibliographien bzw. Literaturverzeichnisse stellen den Grundstein für wissenschaftliches Arbeiten dar, da sämtliche in der Arbeit genutzte Quellen so für andere überprüfbar und transparent werden. Dadurch können die Erkenntnisse einer Arbeit, die sich auf Quellen stützen, nachvollzogen werden. Doch wie wird eine Bibliographie eigentlich angefertigt? Im Basismodul sollen zu einem gewählten Primärtext oder Thema eigenständig 10 Titel recherchiert und formal korrekt, das heißt einheitlich, angegeben werden. Die angelegte Bibliographie soll sowohl den Primärtext als auch Sekundärliteratur umfassen, zum Beispiel Monographien, Aufsätze aus Sammelbänden und Zeitschriften, Lexikonartikel und so weiter. Für die Recherche sind die gängigen Fachbibliographien zu nutzen, zum Beispiel BDSL oder Germanistik Online. Formal sind Primär- und Sekundärliteratur sowie Internetquellen und andere Medien, zum Beispiel Film, gesondert unter einer entsprechenden Rubrik aufzuführen. Bei der Auswahl der Quellen sollte besonders auf die Aktualität, das heißt die neuesten Ausgaben und die jüngsten Forschungsbeiträge, die Relevanz der Werke für das jeweilige Thema und die Wissenschaftlichkeit der Publikation und Edition, zum Beispiel keine Schulbuchausgaben oder unseriösen Internetquellen, geachtet werden. Für die am häufigsten vorkommenden Publikationstypen sollten die folgenden Angaben notwendigerweise in den Literaturangaben enthalten sein. Hierbei sollte unbedingt auch auf die Interpunktion geachtet werden. Grüne Angaben sind optional.
Für die Monographie ist eine bibliografische Angabe folgendermaßen aufgebaut: Verfassername, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Titel, Punkt, Nebentitel, Punkt, Auflage, falls nicht erste Auflage, Punkt, Ort, dann optional Doppelpunkt Verlag, ja und optional Klammer auf gleich Reihentitel Klammer zu Punkt. Ein Beitrag in einem Sammelband wird folgendermaßen angegeben: Verfassername, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Titel, Punkt, Nebentitel, Punkt, in Doppelpunkt, Herausgebername, Komma, Vorname, Klammer auf, HRSG, Punkt, Klammer zu, Doppelpunkt, Titel, Punkt, Nebentitel, Punkt, Auflage, falls nicht die erste Auflage, Punkt, Ort, optional, Doppelpunkt, Verlag, ja, optional, Klammer auf, gleich Reihentitel, Klammer zu, Punkt, S-Punkt für Seite und dann die Seiten des Beitrags, Punkt. Die bibliografische Angabe für einen Zeitschriftenaufsatz lautet: Verfassername, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Titel, Punkt, Nebentitel, Punkt, in, Doppelpunkt, Zeitschriftenname, Punkt, Jahrgangsnummer, Klammer auf, ja, Klammer zu, Punkt, Heft, Punkt, S-Punkt für Seite, die Seiten des Beitrags, Punkt. Und ein Lexikonartikel wird folgendermaßen bibliografiert: Verfassername, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Lemma, Punkt, in, Doppelpunkt, Herausgebername, Komma, Vorname, Klammer auf, HRSG, Punkt, Klammer zu, Doppelpunkt, Lexikonname, Punkt, Ort, optional, Doppelpunkt, Verlag, ja, Punkt, S-Punkt und dann die Seiten des Beitrags, Punkt. Zum Bibliografieren hier noch ein wichtiger Hinweis: Innerhalb der Literaturwissenschaft, wie auch in anderen Fächern, gibt es nicht den einheitlichen Bibliografierstil. Die literaturwissenschaftliche Komponente der Universität Oldenburg empfiehlt, sich nach den Angaben in den Arbeitstechniken Literaturwissenschaft von Burkhard Mönninghoff und Eckhard Meyer-Krendler zu richten, weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass auch andere Bibliografierstile möglich sind. Über das Literaturverzeichnis hinaus müssen auch im Fließtext Quellenangaben gemacht werden. Hier stehen zwei Optionen zur Verfügung. Die erste ist das Bibliografieren in Fußnoten. Bei der ersten Nennung wird hier in der Fußnote die vollständige bibliografische Angabe gemacht, wie sie gerade besprochen wurden. Zum Beispiel Schößler, Franziska, Doppelpunkt, Einführung in die Dramenanalyse, Punkt, zweite Auflage, Punkt, Stuttgart, Doppelpunkt, Metzler, 2017, Punkt. Ab der zweiten Nennung desselben Titels wird dieser als Kurztitel angegeben. Dieser enthält entweder Verfassernachname, Komma, Titel, Komma, Seitenangabe, zum Beispiel Schößler, Komma, Einführung in die Dramenanalyse, Komma, Seite 7 oder Verfassernachname, Komma, Jahreszahl, Komma, Seitenangabe, zum Beispiel Schößler, Komma, 2017, Komma, Seite 7. Darüber hinaus sind Variationen möglich, wie die Aufnahme des Vornamens in Abkürzung, zum Beispiel Schößler, F. Doppelpunkt, Einführung in die Dramenanalyse,
Komma, Seite 7 oder eine andere Interpunktion, zum Beispiel Schößler 2017, Doppelpunkt 7. Die zweite Möglichkeit ist die Harvard-Zitierweise, bei der direkt im Fließtext bibliografiert wird. Hier lautet das Schema stets Nachname, Komma, Jahr, Komma, Seitenzahl. Unabhängig davon, für welche Variante man sich entscheidet, ist es unerlässlich, diese durchgehend und einheitlich fortzuführen und innerhalb der Arbeit nicht das Schema zu wechseln. Kommen wir nun zu den häufig gestellten Fragen. Was ist eine Monographie und wie unterscheidet sie sich von einem Sammelband? Eine Monographie ist eine selbstständige Einzelschrift und ist ein in sich abgeschlossenes Buch mit einem abgeschlossenen Thema. Sie kann von einem, einer oder mehreren AutorInnen verfasst worden sein und wird daher auch Verfasserschrift genannt. Ein Sammelband dagegen besteht aus einzelnen Aufsätzen von einem oder mehreren AutorInnen, die verschiedene Themen behandeln, die zumeist jedoch unter einem übergeordneten Thema des Sammelbandes stehen. Diese wird von einer HerausgeberIn publiziert und daher auch Herausgeberschrift genannt. Die zweite Frage lautet, was sind wissenschaftliche Fachlexika und welche werden üblicherweise benutzt? Literaturwissenschaftliche Fachlexika enthalten Erläuterungen zu Fachbegriffen, mit denen sich die Literaturwissenschaft auseinandersetzt, zum Beispiel zu Gattungen, mit Begriffen wie Tragödie oder Kunstmärchen, zu Erzähl-, Lyrik- oder dramentheoretischen Begriffen wie Fiktionalität, Figur und Erzähler, zu literaturtheoretischen Begriffen wie Hermeneutik und Poststrukturalismus und so weiter. Zu empfehlen sind das kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, das Metzler-Lexikon Literatur, Begriffe und Definitionen, das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft und Kindlers Literaturlexikon. Gelten alle Werke in einer Datenbank wie BDSL als wissenschaftlich oder muss ich auch bei diesen die Quelle prüfen? Grundsätzlich werden hier nur Texte eingespeist, die sich im wissenschaftlichen Diskurs befinden und damit den Anspruch erheben, wissenschaftlich und zitierfähig zu sein. Daher müsste die Antwort also eigentlich Ja lauten. Das heißt allerdings nicht, dass ein wissenschaftlicher Text nicht kritisch hinterfragt oder seine Wissenschaftlichkeit angezweifelt werden kann. Deshalb sollten Texte und deren Inhalt grundsätzlich auf Wissenschaftlichkeit geprüft werden. Die nächste Frage lautet, was ist eine wissenschaftliche Quelle aus dem Internet? Hier gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel einen Zeitungsartikel, einen Beitrag aus einem Sammelband oder einen Lexikonartikel aus dem Internet. Es sollte stets überprüft werden, ob ein Text die Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllt. Erstens sollte der Schreibstil betrachtet werden. Im Text sollten unbegründete Meinungen, Generalisierungen, apodiktische Äußerungen, Polemik und so weiter vermieden worden sein. Ein zweites Kriterium ist die Sprache. Diese sollte wissenschaftlich angemessen sein, das heißt argumentierend, objektiv und kritisch reflektiert. Außerdem ist eine angemessene Verwendung von Fachbegriffen unerlässlich. Drittens sollte die Fachkompetenz des der AutorIn geprüft werden. Das heißt beispielsweise, ob ein Doktortitel im jeweiligen Fachbereich vorliegt. Ein viertes Kriterium ist die Überprüfbarkeit der Ergebnisse. Das heißt, ob diese objektiv und falsifizierbar sind, ob Quellen und Textbelege die Argumentation stützen, ob korrekt bibliografiert wurde und so weiter. Als letztes Kriterium sei außerdem die Verlagskultur genannt.
erhebt der Verlag, der den zu prüfenden Text veröffentlicht hat, einen wissenschaftlichen Anspruch, wurde der Text einer Peer Review unterzogen und so weiter. Ist mit Primärliteratur der literarische Text gemeint, während unter Sekundärliteratur die Forschungstexte aufgeführt werden? Das kann sein, ist aber nicht immer der Fall, denn je nach Fragestellung der wissenschaftlichen Arbeit können auch literarische Texte zur Sekundärliteratur und umgekehrt auch Texte über literarische Texte zur Primärliteratur gehören. Der tatsächliche Unterschied liegt darin, dass Primärliteratur das Objekt der Untersuchung bzw. Analyse bezeichnet, während mit Sekundärliteratur die Hilfsmittel dieser Untersuchung gemeint sind. Eine weitere häufig gestellte Frage ist, wie damit umgegangen werden soll, wenn bibliografische Angaben fehlen. Generell wird an dieser Stelle in der Bibliografie das Kürzel O.A. für ohne Angabe verwendet. Dieses kann jedoch auch weiter spezifiziert werden, wie zum Beispiel O.J. für ohne Jahr oder O.V. für ohne Verlag. Wie gebe ich eine Monographie an, die gleichzeitig eine Dissertation ist? Dissertationen sind oftmals gleichzeitig Monographien. Man gibt an, dass es sich um eine Dissertation handelt, in dem ZUGL. Für zugleich, Ort. UNIV. Für Universität, DISS. Für Dissertation, Jahr. In die bibliografische Angabe eingefügt wird. Kommen wir nun zu der Frage, wie ein Film bibliografiert wird. Hierbei sollte das folgende Schema eingehalten werden. Titel, Punkt, Untertitel, Punkt, Regie, Doppelpunkt, Vorname, Nachname, Punkt, Drehbuch, Doppelpunkt, Vorname, Nachname, Punkt, Produktionsort, Doppelpunkt, Produktionsfirma, ja, Punkt, Klammer auf, Originaltitel, Klammer zu, Punkt, Fassung, Doppelpunkt, DVD, VHS, Mitschnitt, Punkt, Produktionsfirma oder Sender, Punkt, Jahr oder Datum, Punkt, Dauer in Minuten, Punkt. Unter dem unten stehenden Link finden sich darüber hinaus weitere Zitierweisen für audiovisuelle narrative Formate. Unter dem oben stehenden Link können bibliografische Angaben zu konkreten Filmen in der Internet Movie Database, kurz IMDb, eingesehen werden. Wie bibliografiere ich Zeitschriften oder Zeitungsartikel aus dem Internet? Hierbei sollte das folgende Schema beachtet werden. Verfassername, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Titel, Punkt, Nebentitel, Punkt, in, Doppelpunkt, Zeitschriftenname, Punkt, Jahrgang, falls vorhanden, Punkt, Heft, falls vorhanden, Punkt, Datum der Erstellung des Artikels, Punkt, URL, Klammer auf, Stand, Doppelpunkt, Datum der letzten Einsicht des Artikels auf der Website, Klammer zu, Punkt. Die nächste häufig gestellte Frage lautet, wie bibliografiere ich ein YouTube-Video, bei dem Film und Internetquelle sich mischen? Hier folgt man folgendem Schema. Titel, Doppelpunkt, Untertitel, Semikolon, Regie, Doppelpunkt, Vorname, Nachname, Semikolon, Drehbuch, Doppelpunkt, Vorname, Nachname, Semikolon, Produktionsort, Doppelpunkt, Produktionsfirma, Komma, Jahr, Punkt, Klammer auf, eventuell Originaltitel, Klammer zu, Punkt, Fassung, Doppelpunkt, DVD, VHS oder Mitschnitt,
Punkt, Produktionsfirma oder Sender, von dem mitgeschnitten wurde, Komma, Jahr oder Datum der Ausstrahlung, Komma, Dauer in Minuten, Punkt. In, Doppelpunkt, Webseite, Punkt, Datum der Erstellung des Videos, Punkt, URL, Klammer auf, Stand, Doppelpunkt, Datum der letzten Einsicht auf der Webseite, Klammer zu, Punkt. Wie bibliografiere ich ein E-Book? Eine digitalisierte, ursprünglich analoge Publikation. Ähnlich wie bei der Monographie beginnt man mit dem Verfassernamen, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Titel, Punkt, Nebentitel, Punkt, E-Book, Punkt, Ort, optional, Doppelpunkt, Verlag, Jahr, optional, Klammer auf, gleich, Reihentitel, Klammer zu, Punkt. Wie bibliografiere ich eine Online-Publikation? Born Digital. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Schema 1 lautet folgendermaßen. Verfassername, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Titel, Punkt, Nebentitel, Punkt, in, Doppelpunkt, Name des Portals, Punkt, hrsg. Für herausgegeben, von, Vorname, Name, soweit bekannt, Punkt, online seit, Datum, soweit bekannt, Punkt, URL, Doppelpunkt, Link und Klammer auf, Abruf am, Datum, Klammer zu, Punkt. Schema 2 ähnelt dem eines Zeitschriftenaufsatzes. Man beginnt mit dem Verfassernamen, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Titel, Punkt, in, Doppelpunkt, Name der Online-Zeitschrift, Punkt, Jahrgangsnummer, Klammer auf, Jahr, Klammer zu, Punkt, online seit Datum, soweit bekannt, Punkt, URL, Doppelpunkt, Link, Klammer auf, Abruf am, Datum, Klammer zu, Punkt. Wie bibliografiere ich einen Kommentar oder ein Nachwort in wissenschaftlichen Textausgaben? Hier lautet das Schema. Verfassername, Komma, Vorname, Doppelpunkt, Kommentar bzw. Nachwort, Punkt, in, Doppelpunkt, Vorname, Name des literarischen Autors, Doppelpunkt, Titel, Punkt, hrsg. Für herausgegeben, von, Vorname, Name des Herausgebers, Punkt, Ort, optional, Doppelpunkt, Verlag, ja, Punkt, s. Und dann die Seiten des Beitrags, Punkt. Kommen wir nun zu häufigen Fehlern. Der erste ist die Unkenntnis fachspezifischer Regeln. Wie vorhin bereits erwähnt, hat jedes Fach eigene Vorgaben zum Zitieren und Bibliografieren. Daher sei noch einmal darauf verwiesen, dass sich die Literaturwissenschaft der Universität Oldenburg nach den Arbeitstechniken Literaturwissenschaft von Burkhard Mönninghoff und Eckhard Meyer-Krendler richtet. Außerdem sei noch einmal genannt, dass Einheitlichkeit beim Bibliografieren unerlässlich ist. Das heißt, hat man sich einmal für eine Variante entschieden, muss diese beibehalten werden, um das Literaturverzeichnis einheitlich zu gestalten und verschiedene Bibliografierstile nicht miteinander zu vermischen. Ein zweiter Fehler ist, dass die Text- oder Medienform häufig falsch erkannt und infolgedessen falsch bibliografiert wird. Daher sollte die Erstellung der Bibliografie mit Sorgfalt erfolgen.
Diesem Fehler ähnlich ist außerdem die fehlende oder falsche Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärliteratur. Wie vorhin bereits erläutert, wird häufig davon ausgegangen, der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärliteratur läge darin, dass Ersteres die literarischen Texte meint und Zweiteres die Texte, die von literarischen Texten handeln. Daher sei an dieser Stelle noch einmal auf einen früheren Abschnitt des Videos verwiesen, in dem erklärt wurde, dass der tatsächliche Unterschied darin liegt, dass Primärliteratur das Objekt der Untersuchung und Sekundärliteratur die Hilfsmittel zur Untersuchung bezeichnet. Weiterhin kommt es vor, dass veraltete oder unwissenschaftliche Forschungsliteratur ausgewählt wird, da diese nicht ausreichend reflektiert wurde. Stark veraltete Literatur kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Text von 1950 gewählt wurde, obwohl es zu dem Thema auch neuere Literatur von 2015 gibt. Als Richtwert gilt, dass Literatur aus den letzten 10 bis 20 Jahren gewählt werden sollte. Ausgenommen hiervon sind viel zitierte Schlüsselwerke, die im Forschungsdiskurs immer wieder aufgegriffen werden. Forschungsliteratur aus fragwürdigen Quellen meint zum einen fragwürdige Verlage, wie den Anaconda Verlag oder den Grin Verlag. Auch bei Internetseiten sollte auf die Wissenschaftlichkeit der Quellen geachtet werden. In diesem Zusammenhang sollten die vorhin besprochenen Kriterien für wissenschaftliche Texte berücksichtigt werden. Häufig finden sich hier falsche Angaben, da keine AutorInnen auszumachen oder diese nur unzureichend qualifiziert sind. Weiterhin sollten keine Schulmaterialien verwendet werden, da diese Sachverhalte häufig vereinfacht oder falsch darstellen und zumeist nicht wissenschaftlich aufbereitet sind. Der wissenschaftliche Anspruch einer Textanalyse im Studium sollte über das Schulniveau hinausgehen. Außerdem sind bestimmte historische Kontexte zu berücksichtigen, in denen die Sekundärliteratur publiziert wurde. Zum Beispiel ist in einem Text von 1939 mit Äußerungen im Sinne von nationalsozialistischer Ideologie zu rechnen. Daher müssen diese Texte unbedingt kritisch reflektiert werden. Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass ein nicht zitierfähiges Primärwerk ausgewählt wird, das keine Auskunft über editorische Eingriffe und die Textentstehung, Überlieferung sowie Konstruktion gibt. Daher sollten stets historisch-kritische oder Studienausgaben des Primärwerks gewählt werden, da diese Angaben zu den oben genannten Kriterien machen. Sie sind auf Vollständigkeit und Objektivität ausgerichtet, da sie einen wissenschaftlichen Anspruch erheben. Auch falsche bzw. mangelnde Recherche gehört zu den häufigen Fehlern und kann dazu führen, dass keine oder zu wenig sinnvolle Forschungsliteratur gesichtet wird. Dadurch können die gefundenen Titel Aktualität, Relevanz und Wissenschaftlichkeit einbüßen. Daher ist es besser, gezielt Datenbanken zu nutzen. Darüber hinaus kann auch mit der Suche in größeren Katalogen, das heißt Bibliotheksverbünden, wesentlich mehr Literatur gefunden werden als lediglich im Bestand der Oldenburger Bibliotheken, das heißt mit Orbis Plus. Größere Kataloge sind beispielsweise die Deutsche Nationalbibliothek, kurz DNB, der Gemeinsame Bibliotheksverbund, kurz GBV, und der Karlsruher Virtuelle Katalog, kurz KVK. Häufig werden Zeitschriftenaufsätze und Sammelbände nicht korrekt unterschieden. Es sollte beachtet werden, dass bei Sammelbänden Ort, Verlag und HerausgeberInnen angegeben werden. Bei Zeitschriftenaufsätzen
ist dies nicht der Fall. Außerdem kommt es häufig vor, dass wichtige Angaben in der Bibliografie fehlen. Die häufigsten sind: erstens der Name des der Verfasserin eines Aufsatzes im Sammelband, eines Lexikonartikels oder eines Zeitungsartikels. Zweitens die Seitenzählung bei Aufsätzen im Sammelband, bei Zeitungsartikeln und bei Lexikonartikeln. Drittens das Kürzel U.A. für und andere bei mehreren Orten, Verlagen oder HerausgeberInnen. So werden zum Beispiel die Orte Berlin, München, Dresden und Mainz zu Berlin und andere zusammengefasst. Viertens Zusätze zur Auflage, wie zum Beispiel erweitert, unverändert, korrigiert oder aktualisiert. Fünftens Zusätze zur Ausgabe, wie zum Beispiel Sonderausgabe, Urfassung, Studienausgabe oder Ausgabe letzter Hand. Sechstens Nebentitel, das heißt zum Beispiel Gattungsbezeichnungen wie Erzählung oder Roman. Siebtens die Mitwirkenden, wie zum Beispiel HerausgeberInnen, ÜbersetzerInnen oder MitarbeiterInnen. Achtens die Jahrgangs- oder Heftnummer bei Zeitschriften aufsetzen. Und neuntens die URL, das Datum der Erstellung oder das Datum der letzten Einsicht bei Internetquellen. Außerdem werden in Bibliografien teilweise unnötige Angaben gemacht. Die häufigsten sind: erstens die Gesamtseitenzahl bei Monographien, zweitens der akademische Grad, Titel oder Beruf des der Verfasserin oder Herausgeberin, drittens der Preis des Buches und die ISBN, viertens der Zustand des verwendeten Exemplars, fünftens Angaben zum Verlag, wie zum Beispiel GmbH, sechstens die Anzahl der Abbildungen, siebtens das Bibliothekssiegel, achtens die Auflagenzahl, das 8. bis 10. Tausend und neuntens das Aufführen der ersten Auflage. Dies sollte nur angegeben werden, wenn es relevant ist. Zuletzt kommen wir nun noch zu Fehlern in der formalen Gestaltung der Bibliografie. Häufige Fehler sind: erstens die nicht korrekte Übernahme der jeweils angegebenen Titel hinsichtlich Rechtschreibung, Namensnennung und Kennzeichnungen bzw. Hervorhebungen im Originaltitel. Zweitens die Kursivsetzung oder anderweitige Hervorhebung von Beiträgen oder Titeln. Drittens unzulässige Abkürzungen, zum Beispiel von Autorennamen wie D.L. für Dealoha. Viertens das Setzen von Aufzählungszeichen, wie zum Beispiel Spiegelstrichen oder Nummerierungen. Fünftens die fehlende Einteilung der Literatur in Primär- und Sekundärliteratur. Sechstens die fehlende Unterscheidung zwischen Binde- und Gedankenstrich. Siebtens die uneinheitliche Verwendung der Abkürzungen HRSG. Und HG. Für HerausgeberIn. An dieser Stelle sei noch einmal das Stichwort Einheitlichkeit genannt. Wenn man sich einmal für eine Variante entschieden hat, sollte diese auch durchgängig verwendet werden. Achtens das Fehlen eines Leerzeichens nach S. für Seite. Und neuntens das Setzen eines Punktes hinter einem Fragezeichen und das Vergessen eines Punktes am Ende der bibliografischen Angabe. Das war ein kurzer Einblick in die Bibliografie. Weitere Informationen können dem bereitgestellten Reader entnommen werden.